Das hat keine 10 Minuten gedauert und dann die Handschellen geklickt. Habe ich dann quasi schon eine Meldung bekommen von meinem Fahrrad, dass es sich gerade ungefähr 30 Kilometer entfernt auf einem Feldweg befindet. Ich bin dann dorthin gefahren, habe dann gesehen unterwegs, dass das Fahrrad einmal auf einem großen Parkplatz gehalten hat von einem Supermarkt. Und da hatte ich ja schon ein bisschen das Bedenken, dass es jetzt in ein Fahrzeug geladen wird und dann weg ist. Aber ich habe Glück gehabt. Also nach 15 Minuten hat sich dann das Fahrrad wieder bewegt. Uns wurden 2 E-Bikes gestohlen. Und zwar waren wir im Urlaub in Hamburg. Wir haben unsere Fahrräder in einer gut gesicherten Tiefgarage des Hotels abgestellt. Es war eine etwas verrückte Geschichte. Ich habe eigentlich sogar halbwegs Blick auf mein Fahrrad aus meinem Bürofenster und war in einem Meeting. Das Fenster war sogar offen. Und ich habe die Flex, das Werkzeug, gehört. Aber es war eine Baustelle um die Ecke und habe mir nichts dabei gedacht. Und ich habe das Runterfallen von etwas gehört. Und zeitgleich hat die Bike Tracks App auf dem Handy angeschlagen und hat mir einen Alarm angezeigt. Mein Essen in der Hand fing meine Armbanduhr an zu piepen und zu vibrieren. Und dann habe ich gedacht, was ist mit meinem Fahrrad? Ich habe mein Essen abgestellt. Auch meine Kollegen haben das mitbekommen und sagten, was ist das für ein lauter Alarm? Ja, und dann bin ich sofort zum Fahrradstellplatz gegangen, musste natürlich um die Hecke rumlaufen und sehe, kein Fahrrad mehr da. Eine Woche vor dem Diebstahl ist der Alarm schon mal losgegangen. Da haben Diebe versucht, mein Fahrradschloss zu knacken. Ziemlich genau eine Woche später, selbes Zeitfenster, haben die Diebe dann erneut zugeschlagen, sind in den Fahrradkeller eingestiegen und haben dort dann das Schloss mit einer Akkuflex aufgesägt. Und dann habe ich mit ein bisschen Abstand mein Fahrrad verfolgt bis in ein Wohngebiet und habe dann dort 2 Straßen entfernt in Hollywood-Manier geparkt und habe bei der Polizei nochmal angerufen. Dummerweise ist 10 Minuten, nachdem wir telefoniert hatten, mein Tracker wieder losgegangen. Das heißt, die Person ist mit dem Fahrrad dann direkt weitergefahren und sogar direkt an mir vorbei, was ein sehr komisches Gefühl war. Die Polizei konnte den Täter stellen. Die Polizei hat diesen Herrn direkt angesprochen, ob er zugibt, dass er die Räder gestohlen hat. Ja, der war sehr verwundert, dass innerhalb von 35 Minuten man die Räder wiedergefunden hat oder ihn entdeckt hatte. Mein Fahrrad selber habe ich gefunden, abgeschlossen mit einem fremden Schloss. Und insofern haben die dann durchgegeben an den Streifenwagen, dass das Fahrrad möglicherweise oder wahrscheinlich in einem Transporter versteckt ist und man es von außen nicht sieht. Nach vielleicht 10 Minuten hat es etwa gedauert, haben dieses Signal eingekreist und dann wirklich in die Zange genommen. Und es war tatsächlich ein Transporter, in dem mein Fahrrad schon versteckt war. Es hat keine 10 Minuten gedauert und haben die Handschellen geklickt. Das Ende vom Lied, ich habe mein Fahrrad wieder gehabt. 5 von 5 Sternen, 10 von 10 Punkten, also das Produkt ist super. Mein Fahrrad ist da. Der Alarm hat funktioniert, also ich kann das nur empfehlen. Auch die Tatsache, dass es versteckt im Motor integriert ist, dass es eine eigene Batterie hat und vor allem, dass es auch, wenn das Fahrzeug nicht angeschaltet ist, also die Fahrzeugbatterie nicht in Betrieb ist, dass es trotzdem sendet und auch eine Standby-Zeit hat von, ich glaube, bis zu 30 Tagen, was schon sehr abgefahren ist. Also das ist echt klasse. Von dem her wunderbar, Ziel erfüllt.